bin ich hier an der Hütte. Da werde ich hier sicherlich die Nacht gut schlafen können. Oh, wer ist denn da? Guten Abend, Erich Esel. Wie geht es dir? Ja, hallo Luzi. Auch schön, dich zu sehen. Ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Eigentlich? Und uneigentlich? Uneigentlich gehen mir drei Fragen durch den Kopf, welche mich schon den ganzen Tag beschäftigen. Weißt du, es heißt ja oft, dass Esel dumm seien. Aber eigentlich sind wir Esel hochintelligente Tiere. Ja, das ist mir bekannt, dass Esel sehr klug sind. Was sind denn das für Fragen, die dich zum Nachdenken anregen lassen? Ich interessiere mich, wie du vielleicht noch weißt, sehr für Bücher, Filme und Tiere. Und da würde mich interessieren, was war das erste Buch, der erste Film und das erste Tier der Welt? Knifflige Fragen, nicht wahr? Ja. Knifflig, ja. Aber nicht unmöglich zu beantworten. Das heißt, du kennst die Antworten darauf? Natürlich. Ich bin ja schließlich Luzi. Fangen wir mal an mit dem ältesten Buch der Welt. Manche glauben ja, es sei die Bibel, doch da liegen sie falsch. Eine heilige Schrift ist es zwar, jedoch nicht die Bibel, sondern die Diamant-Sutra. Sie lag jahrhundertelang in den Mogao-Grotten in China und ist nicht nur das älteste, sondern auch das wertvollste Buch der Welt. Diese besondere Sutra ist etwa 1145 Jahre alt und damit knapp über 600 Jahre älter als die Gutenberg-Bibel. Sie wurde 876 Jahre nach Christus gefunden. In der Diamant-Sutra steht zum Beispiel sowas drin wie: Man kann die Vergangenheit der Erde sehen. Einen Stern im Morgengrauen, eine Blase im Fluss, einen Blitz in der Sommerwolke, eine flackernde Lampe, einen Geist und einen Traum. Die Sutra gehört mit ihrem heiligen Inhalt zu den Religionen Buddhismus und Jainismus. Jedoch bedient sich auch zu einem Teil der Hinduismus den heiligen Schriften der Sutra. Die Diamant-Sutra wird jedoch hauptsächlich dem Buddhismus zugeordnet. Es gibt natürlich auch viele andere Bücher, die sehr alt und wertvoll sind, aber nicht so sehr wie die Diamant-Sutra. Kommen wir nun zum ältesten Film der Welt. Wenn wir davon sprechen, dürfte schon klar sein, dass es sich hierbei um einen Film handelt, der sowohl schwarz-weiß wie auch stumm ist. Dieser Film heißt Rondai Garden Scene und ist ein experimenteller Kurzfilm aus dem Jahre 1888. Gemacht hat ihn Louis Le Prince und dieser Film kommt aus dem Vereinigten Königreich, wo er auch gedreht wurde. Er entstand zeitgleich mit dem Film Traffic Crossing Leeds Bridge, wurde aber eher fertig und konnte damit auch wenige Tage vor dem anderen Film präsentiert werden. Von beiden Filmen sind jedoch nur noch 2 Sekunden Filmmaterial vorhanden. Wie lang diese Filme wirklich waren, ist heutzutage nicht mehr bekannt. Allzu lang werden sie aber nicht gewesen sein, denn der Film steckte da noch mehr als nur in den Kinderschuhen. Also er war noch sehr am Anfang. Beide Filme stammen von ein und demselben Schöpfer.
Auch Farbversionen dieser beiden Kurzfilme sind durch sogenannte Nachkolorierung vorhanden. So, und das war es mit den beiden ersten Fragen. Was das älteste Tier der Welt ist, werde ich dir morgen beantworten. Ich bin jetzt nämlich ziemlich müde geworden. Kein Problem, klarer Fall und danke. Wenn du magst, kannst du da drüben in der Hütte ratzen. Ich ratze hier draußen. Ja, so wollen wir das machen. Also dann, gute Nacht.